Das zweite Gebot. Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Man kann vom Glauben zwei sich widersprechende Sätze sagen. Der eine Satz, er entwirft Bilder von Gott, weil er nicht blind leben kann. Der andere Satz, er überholt die vorhandenen Bilder und oft reißt er sie nieder und zerstört sie, wie Mose den goldenen Stier am Sinai niedergerissen hat, indem das Volk die Kraft seines Gottes verehrte. Der erste Satz, der Glaube entwirft Bilder. Ein bilderloser Glaube ist ein trostloser Glaube. In den Grundsituationen des Lebens kommt der Mensch nicht mit seiner einfachen Sprache aus. Die Sprache selbst drängt ins Bild. Die Sprache verliert ihren definitorischen Charakter und fängt an zu fliegen. Und keine Definition kann sie mehr einholen. So reden wir, wenn wir lieben. So reden wir im Schmerz, in der Trauer, in der Sehnsucht. Wir fliehen in die Bilder, weil unsere normale Sprache zu eng ist. Diese Bilder sind aber keine Fotos. Sie wollen niemanden einfangen und festhalten. Es sind Bilder, die auf jemanden zueilen und ihn umarmen möchten. In solchen Situationen spürt man das Ungenügen mit der eigenen Sprache. Wie eine Welle die andere bricht und überholt, so überpurzeln sich die Bilder und man versucht immer neue. Das Bild selber bricht das Bild und ist bilderstürmerisch. Aber der Glaube reißt Bilder auch nieder. Beim Propheten Habakuk heißt es, das Bild lehrt Lügen. Eine Grundgeschichte des Bildersturzes haben wir in der erwähnten Erzählung vom goldenen Kalb im Buche Exodus. Das israelitische Volk ist in der Wüste. Mose ist auf dem Gottesberg und scheint nicht wiederzukommen. Woran soll man sich halten, wenn sie ihren Führer verloren haben? So reißen sie ihre Ohrringe und Armbänder vom Leib und gießen das Bild eines goldenen Stieres, ein Abbild der Stärke ihres Gottes. Nein, sie haben sich kein Bild eines anderen oder fremden Gottes gemacht. Ihren eigenen Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, wollten sie abbilden. Warum aber entbrennt darüber Gottes Zorn? Alles war doch so gut gemeint. Und man muss sich doch an etwas halten können. Und nachdem der Führer Mose verschwunden war, der ihnen Halt und Sicherheit gab. Was also war falsch daran? Das Volk in der Wüste wollte die Garantie seines anwesenden Gottes haben. Die Garantie. Seine Kraft sollte gefangen gesetzt werden im kostbaren Bild des mächtigen Stieres. Er sollte dem Volk jederzeit zur Verfügung stehen, in den sichtbaren Bildern. Und so wurde das Bild zum Götzenbild. Das war nicht mehr der Gott der Freiheit, der das Volk aus dem Sklavenhaus geführt und aus dem Meer errettet hatte. Das war ein nach Menschenmaß berechenbarer und handhabbarer Götze geworden. Der Freiheitsgott hat dem Volk versprochen, er werde bei ihm sein. Es hatte ein Versprechen, aber es hatte keine Garantie. Das Volk hat von sich selbst geglaubt, dass es sich religiös verhalte, als es das kostbare Bild aus Gold und Silber anfertigte. Aber es hat sich einen Götzen gemacht, in dem es mehr haben wollte als das ungreifbare Versprechen seines Gottes, in dem es also sich selber dem Gott garantieren wollte. So kann der Götzendienst plötzlich und ohne dass wir es erkennen, mitten in der Religion hausen. Überall, wo die Bilder und die Namen Gottes nicht mehr Sprachversuche und Annäherungen sind, wo die Namen und Bilder nicht mehr große Liebesspiele sind, sondern als endgültige Feststellungen und Klarlegungen begriffen werde, da besteht die Gefahr, einen Götzen zu haben statt einen Gott. Gerne geben wir das zu für fremde Religionen. Aber gilt es auch für das Christentum? An einem Punkt droht uns eine tiefe Gefahr.
Dort nämlich, wo wir unseren Gott wesenhaft als männlich bezeichnen, ihm hauptsächlich männliche Eigenschaften beilegen und männliche Namen geben. Sind nicht die Hauptnamen, mit denen wir ihn in unserer Liturgie und Gebeten nennen, männlich? Vater, Herr, König, Meister, Held nennen wir ihn. Natürlich ergreifen auch diese Namen ein Zipfel von Gottes Kleid. Gefährlich nur ist ihre Ausschließlichkeit. Warum nennen wir ihn nicht mit dem warmen Namen Mutter? Warum nicht Schwester? Warum nicht Braut? Mit den männlichen Namen und Bildern üben wir ein, tatsächlich zu glauben, Gott sei männlich. Und die Männer, die eigentlichen Abbilder dieses Gottes, seine eigentlichen Statthalter in Haus und Kirche. Wir üben mit diesen Bildern ein, zu sagen, dass die Frauen die Zweiten sind, die bestimmte Aufgaben in der Kirche nicht fähig sind, weil sie eben nicht Männer sind. Manchmal verweigern die Männer den Frauen sogar ihr eigenes Geschlecht, indem sie sie in der Liturgie Brüder nennen. Vielleicht würde uns alle der Aufstand der Frauen gegen solche Vereinnahmungen vor dem Götzendienst bewahren. Die Namen, die wir für Gott finden, sind also nicht Schall und Rauch. Sie haben Kraft, sie schaffen Realitäten. Ob der Glaube falsche oder richtige Gottesnamen hat, kann man auch daran erkennen, dass man mit den Namen spielen darf, dass man sie verändern, erweitern und neue Namen finden kann. Das Geheimnis Gottes ist nicht zu entziffern mit unseren Namen. Wir eilen mit ihnen auf ihn zu, ohne ihn zu erreichen. Wo der Glaube der Menschen am tiefsten ist, dann nennen sie ihn mit namenlosen Namen, mit Namen, die die festen Bilder und Konturen auflösen. Sie nennen ihn also nicht mehr hauptsächlich mit dem verhängten Namen Vater oder König. Sie nennen ihn, alle Festlegungen übersteigend, Luft, Grund, Nacht, Wasser, Quell, Wunder, Morgenkalanz, Licht. Diese Bilder haben kein Geschlecht mehr. Sie sind weder männlich noch weiblich. Die Sprache wird schön wie die Sprache der Poesie und der Liebe. Gott, der uns aus dem Sklavenhaus geführt hat, will mit seinen Geboten unsere Freiheit, auch die Freiheit und die Schönheit unserer religiösen Sprache. Es ist schade, dass wir religiös so spracharm sind. Gerade habe ich ein Enkelkind beobachtet, wie es unterwegs von einer Treppe in die Arme seiner Großmutter sprang. Es hatte keine Angst, daneben zu springen und zu stürzen. Es sprang und wusste, dass es aufgefangen wird. Wir müssen es auch mit der Sprache unseres Glaubens so machen. Wir springen, spielen, probieren und wissen, dass man bei Gott nicht daneben springen kann. Nicht theologische Korrektheit sollte das Ziel jener Sprache sein, sondern der Versuch, das Geheimnis zu berühren, selbst wenn man sich gelegentlich die Finger verbrennt.